Ey Freunde, das Editieren gehört zu den wichtigsten Skills in Fortnite, damit man gewinnt. Und wir alle kennen noch einige Spieler, die speziell durchs Editieren sehr bekannt geworden sind. Also heute schauen wir uns mal die 10 schnellsten Fortnite-Editor Main Skins an. Ey Freunde, und wenn ihr solche Videos nie wieder in der Zukunft verpassen möchtet, abonniert doch jetzt mal diesen Kanal, aktiviert ganz wichtig auch die kleine Glocke daneben. Und jetzt wünsche ich euch schon ganz viel Spaß beim Zuschauen. Auf Platz 10 haben wir Psycho mit dem Maven Skin. Psycho ist nämlich ein Fortnite-Spieler und er ist vor allem bekannt geworden durch seine unglaublich krassen Montages. In seinen Videos hat er sehr, sehr oft eine Handcam, sodass man einfach viel besser verfolgen kann, was er zum Beispiel in dem Moment klickt. Ich finde, das veranschaulicht sein Gameplay nochmal enorm. Und wenn ich mir mal so sein Editing anschaue, dann kann er einfach genauso schnell auf dem Controller editieren, wie ein Maus- und Tastaturspieler. Und ja, Freunde, wie gerade eben schon erwähnt, spielt Psycho halt eben ziemlich oft diesen Maven-Skin. Und das ist halt eben ein Skin von dem Calculator-Set. Dieses kam nämlich am 6. Januar 2019 raus. Das letzte Mal konnte man sich diesen Skin vor genau 24 Tagen kaufen. Man kann sich diesen Skin ganz normal im Fortnite Item Shop freischalten, braucht dafür aber 12 Euro. Umgerechnet sind das ja 1200 V-Bucks. Und ich muss dazu sagen, ich kenne kaum einen Profispieler, der genau diesen Skin auch spielt. Also da hat sich Psycho wirklich einen Skin ausgesucht mit einem großen Wiedererkennungsmerkmal. Kommen wir jetzt aber schon mal direkt zu dem Platz Nummer 9 auf meiner Liste. Hier haben wir nämlich BH Not Luck. BH Not Luck ist nämlich bekannt geworden durch die Art von Videos, wo er versucht mit seinen unglaublich schnellen Edits in TikTok-Clans reinzukommen. Und Freunde, ihr müsst euch mal überlegen, das gelingt ihm sogar sehr, sehr oft. Die meisten denken einfach sogar, er benutzt Makros. Mittlerweile hat dieser Fortnite-Spieler schon über 600.000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Und Freunde, ihr werdet es nicht glauben, er hat sogar mal ein Video aufgenommen, wo er mit seinem C versucht hat, schnell zu editieren. Und ey, ich bin selbst nicht drauf klargekommen, aber er hat einfach mit seinem C schneller editiert als die meisten von uns. Hierzu muss man sagen, sein Main-Skin ist auf jeden Fall zurzeit der Wolli-Skin. Der wurde nämlich am 26. Januar 2019 veröffentlicht und zuletzt war er nämlich vor 28 Tagen im Fortnite Item Shop für 1200 V-Bucks erhältlich. Das allererste Mal konnte man sich diesen Skin also in der Season 7 im Chapter 1 kaufen. Ich muss dazu sagen, ich finde diesen Skin vom Optischen richtig, richtig cool, aber habe ihn mir persönlich bis jetzt noch nicht gekauft. Mal schauen, was kommt, und wenn du dich dazu entschließt, in der Zukunft einen solchen Skin zu kaufen, dann trag auf jeden Fall davor noch meinen Creator Code Timatic ein. Das würde mich nämlich unfassbar unterstützen. Und jetzt kommen wir schon mal direkt zum Platz Nummer 8. Hier haben wir nämlich den Fortnite-Spieler Serpent. Und einige werden sich jetzt bestimmt denken, warum hast du denn diesen Spieler überhaupt auf deiner Liste? Was man dazu sagen muss, dieser Spieler wurde nämlich vor ungefähr 4 Monaten aufgedeckt, dass er einfach Makro cheatet. Danach hat er es aber natürlich gelassen und hat aufgehört zu cheaten. Und ich bin wirklich der Meinung, dass er, obwohl er nicht mehr cheatet, sehr, sehr gut editieren kann. Ich würde sogar sagen, dass er richtig talentiert ist und einfach viel schneller editieren kann als die meisten von uns. Und aus diesem Grund musste er auch heute hier mit auf die Liste. Und ich finde, er bringt trotzdem noch einen richtig, richtig guten Content, obwohl er halt auch nicht mehr cheatet. Ich finde auf jeden Fall richtig cool, dass er endlich aufgehört hat zu cheaten. Und er spielt halt eben diese weibliche Liebesrangerin so richtig oft. Das ist nämlich ein epischer Skin für insgesamt 1500 V-Bucks. Das erste Mal kam dieser Skin nämlich am 29. September 2019 und das letzte Mal vor insgesamt 14 Tagen, also vor 2 Wochen, im Item Shop. Was man aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass das ein Skin ist, den ich noch bei keinem Pro-Player außer ihm gesehen habe. Und man muss wirklich auch sich vor Augen halten, dass diesen Skin natürlich auch noch viele Noobs benutzen. Aber trotzdem ist das ein richtig cooler Skin und Serpent hat auf jeden Fall den Platz Nummer 8 auf der heutigen Liste verdient. Auf Platz 7 haben wir Crickets mit seinem Renegade Raider Skin. Crickets ist ein bekannter Pro-Player mit mittlerweile über 300.000 Abonnenten auf YouTube. Seitdem er mit 3D-Thumbnails angefangen hat, hat er immer den Renegade Raider Skin benutzt. Groß geworden ist Crickets nämlich durch seine unglaublichen Montages und in diesen Montages editiert er einfach unfassbar schnell. Machen wir aber jetzt schon mal mit dem Platz 6 weiter. Hier haben wir nämlich Sexy mit dem Surfrider Skin. Und ja, er heißt Sexy. Nicht so, wie ihr denkt. Okay, Witzestunde ist vorbei. Das erste Mal kam dieser Skin auf jeden Fall am 17. November 2019 raus und das letzte Mal vor 2 Tagen. Insgesamt kostet dieser Skin, wie gefühlt alle anderen Tryhard Skins, 1200 V-Bucks. Man muss dazu sagen, dass Sexy einen ähnlichen Content wie BH Not Luck bringt. Was mir direkt bei seinem Content aufgefallen ist, ist, dass der Spieler an sich einfach echt jung ist und trotzdem schon so schnell editieren kann, und aus diesem Grund dachte ich,
ich mir, muss er einfach auf die heutige Liste. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass die meisten Tryhard-Skins in Fortnite so zwischen 800 und 1200 V-Bucks kosten? Schreibt's mir mal runter in die Kommentare. Naja, machen wir schon mit dem Platz 5 weiter. Hier haben wir nämlich LD und den Banner Trooper, beziehungsweise noch einen weiteren Skin, auf den komme ich gleich zu sprechen. LD ist auch ein weiterer Controller-Spieler auf der Liste, der viel schneller editiert als die meisten Maus- und Tastaturspieler. Außerdem hat er auch schon über 700.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Also da herzlichen Glückwunsch auch an dich, LD. Ich habe ja vorher gesagt, er spielt sehr, sehr oft den Banner Trooper Skin in Schwarz. Aber das ist wirklich nicht der einzigste Skin, den man wirklich in seinen Gameplays findet. Denn zudem spielt er auch noch den Renegade Raider Skin, wie Crickets es tut. Und ich finde, das sind zwei wirklich richtig coole Skins, die man sich wirklich mal überlegen kann zu kaufen. Machen wir aber jetzt schon mal mit dem Platz 4 weiter. Hier haben wir den wohl bekanntesten Edit Pro in ganz Fortnite, nämlich Raider464. Viele YouTuber aus der heutigen Liste sind nämlich eher so im amerikanischen Raum bekannt, aber nicht im deutschen. Deswegen kann der ein oder andere YouTuber von heute euch ein wenig unbekannt vorkommen. Aber ich denke, mit Raider464 habe ich heute einen Treffer erzielt, denn jeder von euch sollte davon schon mal gehört haben. Er editiert nicht nur sehr schnell und lädt Montages hoch, nein, er ist wirklich ein Spieler, der bekannt geworden ist durch seine Edit Maps. Das heißt, er hat Videos hochgeladen, wo er eigene Edit Maps vorgestellt hat und released hat. Er hat nämlich diese Edit Maps erstellt, damit seine Zuschauer, also ihr da draußen, auch euer Editing einfach verbessern könnt. Man muss dazu sagen, das ist ein Maus- und Tastaturspieler, aber trotzdem sticht er einfach aus der ganzen Masse richtig krass hervor. Man muss dazu bemerken, dass Raider464 immer wieder andere Skins spielt, aber oftmals habe ich einen Skin entdeckt. Das ist nämlich der Iris-Skin und der wurde nämlich in Chapter 2, Season 2 released. Um den Iris-Skin nämlich zu bekommen, musste man sich ein Starterpaket kaufen. Dieses hat insgesamt 5 Euro gekostet. Machen wir aber jetzt schon mit dem Platz 3 für heute weiter. Hier haben wir BH Shrill. Sein erfolgreichstes Video auf YouTube ist seine Einjahresentwicklung, von Controller auf Maus und Tastatur zu wechseln. Das Video hat mittlerweile sogar schon über 7 Millionen Klicks. Was mir direkt aufgefallen ist, dass er sich extrem schnell verbessert hat, was wirklich nicht jeder Spieler kann. Auf jedem Thumbnail kann man immer wieder den gleichen Skin erkennen und das ist der Lay-Skin. Auffällig ist dieser Skin durch seine lila gefärbten Haare und der kostet genau 1500 V-Bucks. Ist also ein epischer Skin und deswegen matchen auf jeden Fall die Haare mit dem Seltenheitsgrad ein bisschen. Naja, das erste Mal kam dieser Skin am 13. Januar 2019 raus und das letzte Mal vor 17 Tagen, also ein bisschen über 2 Wochen her. Auf Platz 2 haben wir Zisk mit dem Renegade Raider Skin und ja, schon wieder den Renegade Raider Skin, aber ich möchte euch heute einfach mal zeigen, wie viele Edit Pros einfach mit dem Renegade Raider spielen. Man muss dazu sagen, Zisk ist wirklich nicht der schnellste Editierer auf der ganzen Welt. Aber halt, viele Videos von ihm gehen einfach rund ums Editieren. Er hat zum Beispiel mal ein Video hochgeladen, dass er gebannt wurde, weil er mit Makros gecheatet hat oder einfach versucht hat, in 24 Stunden ein Makro-Cheater zu werden. Und sein Wiedererkennungsmerkmal ist vor allem sein Skin, und zwar der Renegade Raider Skin. Freunde, ihr habt alle gewartet auf den Platz Nummer 1. Hier haben wir nämlich den bekanntesten YouTuber von der ganzen heutigen Liste. Dieser nennt sich Rift und allein auf dem Profilbild kann man schon eigentlich seinen Main-Skin erkennen. Rift spielt nämlich ständig mit dem Recon Expert Skin. Allein von den ganzen Titeln wird mir klar, dass einfach dieser junge Mann schnell editiert. Fortnite, aber ich kann nur schnell editieren. Ein Titel von ihm übersetzt. Vor kurzem hat der Boy einfach mal die 1 Million Abos geknackt. Also da wirklich herzlichen Glückwunsch an dich. Schafft nicht jeder. Möchtest du jetzt noch direkt im Anschluss 5 Spitzhacken sehen, die nur Pro spielen, dann schau dir einfach mal das Video hier an. Oder interessierst du dich einfach eher für 10 Skins, die momentan einfach nur von Noobs gespielt werden, dann schau dir mal das Video hier an. Bevor du aber wegklickst, abonniere nochmal direkt den Kanal, aktiviere auch die kleine Glocke daneben und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Tschö mit dir, euer Tai Tai.